Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, in der heutigen Folge werden wir weiterbauen an dem Industrial Blast Furnace. Und wie immer gehen wir zuerst schnell mal schauen, was die gute alte Turtle denn so geschafft hat. Also wie ihr seht, das Loch ist doch schon etwas größer geworden mittlerweile. Wir haben hier etwas Copper-Ore, etwas Zinnabar, Marble, das ist schon mal nicht schlecht. Brauchen wir auf jeden Fall nach unten für den Keller. Dann nehmen wir die mal ganz kurz mit. Unser Jetpack ist noch einigermaßen voll. Das ist schon mal gut. Ein gutes Zeichen. Dann müssen wir hier noch mal ganz kurz ran. Eben schauen, dass wir die Turtle noch mitkriegen. So, dann graben wir hier natürlich wieder unser kleines Löchchen. Fangen dann hier an, setzen... ich kann das auf dieser Ebene machen, oder? Ja, kann ich. Gut. Dann den brauche ich. Und den bräuchte ich ganz kurz. So, und die Turtle und... Exkavate 5, damit das schnell hier wieder vorangeht. Gucken wir noch, was wir hier noch so rumliegen haben. Da haben wir auf jeden Fall noch etwas Marble. Alles andere dürfte Cobblestone sein. Schaut dementsprechend aus. Cobblestone brauche ich nicht im Moment. Ja, einige sagen, ich soll es mir aufbewahren, da ich es noch in Massen brauchen werde. Wir werden es aber noch so viel finden, besonders... durch die Query später, dass wir das eh in Massen haben. Und falls nicht, dann werde ich noch irgendwie eine Farm bauen. Also alles kein Problem, kriegen wir schon irgendwie noch auf die Reihe. So, jetzt nehmen wir natürlich noch das ganze Zuckerrohr hier ganz kurz mit. Und was ich noch machen werde, ist das Zuckerrohr und die Rubberbäume, genau, das wollte ich noch machen. Also so ein kleiner Zwischenstopp mal hier, bevor wir dann gleich weitergeht ans Croften. So, Kartoffeln noch schnell wieder neu gepflanzt. Also Kartoffeln haben wir auch jetzt schon wieder eine ganze Menge. Das heißt also, essenstechnisch schaut es auch nicht allzu schlecht aus. So, gehen wir mal schnell rein. Ja, was wir noch brauchen, ist nämlich der Electrolyzer, damit wir überhaupt unser Titanium bekommen. So, ich gehe mal ganz kurz hier ran, schmeiß das hier ganz kurz rein. Das kommt nach unten. Das kommt hier hin, beziehungsweise... Na, hier ist auch schon alles kein Platz mehr. Dann packen wir das ganze Zeug hier einfach mal ganz kurz rein. Das kommt nach unten. Die Kartoffeln können da von mir aus noch rein. Und das packe ich jetzt mal hier rein. Das nehmen wir mit nach unten. Da haben wir noch da was von... Oh, Mann. So. Ich denke, wir haben alles. Jetzt muss ich natürlich meine Portal Gun noch wieder suchen, die sich hier drin befindet. Wunderbar. Dann transportieren wir da noch eben schnell ein paar Rubberbäume hin. Zum Beispiel den hier. So, bauen wir das hier mal ein bisschen schöner. Damit hier so langsam auch mal das Rubber gedeiht. Wir brauchen nämlich auch wieder Rubber. Das ist eigentlich mehr oder weniger schon einer der Gründe, warum ich das hier mache. Natürlich gucken, wo wir hier wieder Rubber bekommen. An dem ist nichts mehr. So, schauen wir hier mal. Da ist einer. Wunderbar. Den nehmen wir mal wieder mit. So. Der muss dann dorthin. Korrekt. Ja, korrekt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe. Nein, habe ich mich nicht. Wunderbar. So, mal gucken, haben wir noch hier irgendwo was dran an dem hier? Hier jedenfalls nicht. Dann stellen wir auch gleich wieder welche auf, ne, damit wir auch schön wieder ein paar Bäume bekommen. So. Hab doch hier gerade irgendwo noch was gesehen, durch das Blatt schimmernd. Hier schaut's auch nicht danach aus. So, dann können wir nur noch hier hoffen, dass hier noch irgendwas dran sitzt oder so. Scheint aber auch nicht der Fall zu sein. Jetzt hätte ich mir natürlich eine Axt mitnehmen sollen und auch eine Sichel.
Das hätte ja viel schneller gegangen. Okay, kriegen wir aber hin. Eine Sichel haben wir hier. Eine Axt dürften wir auch noch bestimmt irgendwo haben. Nehmen wir hier die Steinaxt, die muss auch mal weg. So. Machen wir es einfach so, das geht auch viel, viel schneller. Hätten wir auch gleich von Anfang an machen können. So. Zack. Ups, da haben wir ein bisschen was von dem Baum abgeerntet. Ah, da war noch einer. Super, den können wir noch mitnehmen. Rest hacken wir das Holz hier so ab, schön. Können wir nämlich auch ganz gut gebrauchen. Holz haben wir nämlich auch nicht mehr so viel. Sollten uns also auch irgendwann mal eine Holzfarm anlegen. So, wie viele neue Setzlinge haben wir denn? 3 Stück haben wir bloß rausbekommen. Das ist ein bisschen blöd, aber naja, was soll's. Dann setzen wir die mal ein bisschen weiter auseinander. So, dann kommst du noch mit. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar Bäume nachwachsen. So. Und dann bauen wir uns auch noch eben schnell ein paar Tree Taps. Da muss ich mir auch mal sehen, dass wir da eine Electrical bekommen. So, 2 Stück. Kriegen wir also auch noch alles hin. So, jetzt haben wir schon 6 Minuten verballert. Also ein bisschen Beeilung. Ah, so geht das mit dem Sticky Risen ganz gut. Freue mich schon, wenn wir das ein bisschen größer hier haben. So, die lege ich jetzt mal hier wieder rein. Da wäre auch noch einer gewesen. Das ist natürlich immer klasse. Können wir ja reparieren. So. Das hätten wir geschafft. Das hätten wir geschafft. Dann, das Sticky Risen kann unten schon mal rein. Damit wir da wieder Rubber rausbekommen. Denn Rubber sind wir momentan low. Das hier kann durch den Mercerator geschickt werden. Und das hier kann durch den Ofen geschickt werden. Wir haben einen Kompressor, genau. Und zwar haben wir uns ja Coal Dust gemacht. Aus dem Coal Dust können wir uns dann hier diese Raw Carbon Fibers machen und daraus können wir uns die hier machen. Das reicht aber noch nicht. Die schicke ich da auch schon mal durch. Funktioniert das? Ja, funktioniert wunderbar. Das reicht auch noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr was von. Das heißt also, ich schmelze, also mercerate dann auch noch ein bisschen Kohle. Und ihr seht schon wieder, ich laufe hier trotzdem wieder planlos durch die Gegend. Machen wir 16. Das war's dann auch schon fast mit unserer ganzen Kohle. Das ist ja ein bisschen blöd. So. Machen wir erstmal die Kohle, die ist wichtiger. Und dann das Copper. Jetzt haben wir hier noch Gold, können wir einschmelzen. Können wir uns zur Not noch etwas draus bauen. So, jetzt baue ich mir erstmal ein paar Project Tables. Mal gucken. Project Tables. Werden die guten Dinger denn gemacht nochmal? Wir brauchen normales, wir brauchen eine Kiste, etwas Holz und etwas Stone. Haben wir denn noch Stone drin? Ja, gut. Also eine Kiste. Wir bauen uns dann 3 Stück, denke ich mal. Das sollte erstmal reichen. Dann brauchen wir auch noch 3. Halt, stopp, davon haben wir noch welche. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich beim letzten Mal ziemlich viele für Soundcraft gebaut. So. Wo habe ich denn jetzt die Kisten? Da. Dann hier etwas davon. Etwas davon. 3 Stück. Wunderbar. Damit gehe ich jetzt mal nach hier unten und stelle die guten Dinger. Oh, stellen wir die denn jetzt mal hin? Stellen wir die erstmal hier hin. Ja, keine Ahnung, warum die so eine komische Textur haben. Das ist irgendwie ein Grafikfehler. Weil wenn ich die zum Beispiel irgendwie unterm Himmel draußen hinstelle, dann funktionieren die trotzdem. So, was wollten wir denn hier drin bauen? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Bleiben die Rezepte da drin gespeichert? Ich glaube nämlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir brauchen Advanced Machine Block. Das ist der hier. Wenn wir den mal hier angucken und jetzt rausgehen und wieder reingehen, ist natürlich weg. Okay, das ist natürlich egal. Kriegen wir auch so hin. Wir brauchen erstmal etwas Mixed Metal.
Das ging, glaube ich, mit Bronze, Zinn und Refined Iron. Nun haben wir aber kein Iron mehr. Das heißt also... Oder haben wir hier noch Refined Iron? 14. Das dürfte doch gerade so funktionieren. Ah, jetzt muss ja in die Rolling Machine, genau. Deswegen haben wir uns die auch gebaut. So, schnell mal hier nach unten. Ab in die Rolling Machine damit. So. So. Und so. Das ist schon mal irgendwie falsch, scheinbar. Warte mal ganz kurz. Können wir hier rüber ganz schnell gucken. Ja, das ist schon mal alles ganz gut und schön. Aber man konnte das auch in der Rolling Machine herstellen. Oder nicht? Ich bin mir ganz sicher, dass das hier ging. Bronze, Refined Iron und Zinn. War das kein Zinn? War das Silber? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Probieren wir es trotzdem mal mit Silber. Nein, so ging das Rezept auch nicht. Ich bin schon wieder überfragt. Mit Nickel war es auch nicht. Mit Lead kann ich mir auch nicht vorstellen. Bin mir eigentlich sicher. Braucht er Strom, dass er das kann? Nö. Daran scheint es auch nicht zu liegen. Also kann man Mix Metal echt nur also aus Platten bauen. Aber Platten können wir uns ja auch ganz einfach da hinten dran bauen. Das wäre also ja nicht allzu schwer. Gut, machen wir ganz kurz so. Gibt uns auch keine Platten. Gibt uns auch keine Platten. Also irgendwie ist die Rolling Machine gerade etwas defekt, glaube ich. Und zwar machen wir uns mal eine Platte von jedem. Zinn. Eventuell funktioniert das ja. Bronze. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier an den Crafting Table. Na? Mixed Metal Ingot. Gibt es einen einzigen? Alter. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Aber dann funktioniert auf jeden Fall das schon mal. Wir brauchen 6 Stück. Das heißt also 5 von denen. Halt, stopp, das sind also 5 Zinn. Brauche ich 5 Refined Iron. Und weitere 5 Bronze. So. Machen wir uns die mal ganz kurz schnell. Die können wir dann kompressieren. Wie schaut es denn mit meinem Coal Dust aus? Die müssten eigentlich gleich ankommen. Das passt ja schon mal. Dann können wir die weiter auch kompressieren. So, komm, einen noch. Na? Wo hängst du dann schon wieder fest? Ich sollte mal ein paar Gold Pipes oder so einbauen, dass die ein bisschen schneller hierher fliegen. Das geht mir noch ein ganz klein bisschen zu langsam. So, 16 Stück. Wieder umgewandelt. So. So kommen noch genau 2 Stücke raus, die wir brauchen. Wunderbar. Dann geht's hier weiter. Machen wir uns hier noch mehr Mixed Metal. 6 Stück. Die kommen dann als nächstes hier in den Kompressor rein. So, was brauchen wir noch für den Advanced Machine Block? Wir brauchen noch eine ganze Menge Eisen. Eine ganze Menge Eisen. Eine ganze Menge Eisen. So, die können jetzt schon mal hier rein. Die müssen ja so. Eine ganze Menge Eisen. Refined Iron. Brauchen wir. Und zwar so, damit wir Maschinenblocks herstellen können. Und ich mache uns jetzt mal erstmal einen Minimum Stone. So, und das wurde so häufig gewünscht, dass wir den jetzt einfach mal bauen. Dafür dürfte ich eigentlich alles so parat haben, wenn ich das natürlich wieder nicht falsch lege. So, so, so war das, ne? Wunderbar, das kann wieder alles zurück. Dann brauche ich noch 8
von den Minimum Shards oder Shards of Minimum, je nachdem wie man sie nennen möchte. So, das reicht. Die da rum. Wunderbar. Und dann theoretisch war das nicht mit einem Gold, dass man sich die hier rausnehmen konnte, oder war es mit zwei Gold für Eisen? Merkwürdig. Also so wäre doch jetzt Enderpearls. Okay, das funktioniert. Warum kann ich kein Eisen... kein Gold in Eisen zurückverwandeln? Ach ja, müssen wir das Rezept erstmal wieder raussuchen, oder was? Na komm. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Nee, das wollten wir gucken. So, und jetzt müsste man doch hier irgendwo sehen können, wie man aus Eisen Clay, Eisen Gold und Goldeisen so rum. Das mehr hilft, weiß ich auch nicht. Okay, das funktioniert nicht. Scheint das Rezept irgendwie gelöscht geworden zu sein. Ich weiß es nicht. Eventuell könnt ihr mir da einen Tipp geben, warum das nicht klappt. Das ist schon mal blöd. Jetzt wollte ich mir darüber Eisen machen, damit wir ja, uns mehr Refined Iron bauen können. Mann, es klappt auch irgendwie gar nichts, wenn man irgendwas braucht gerade. So, die zwei kommen da schon mal raus. Dann kann ich das Mixed Metal schon mal durchjagen. Die kommen schon mal so. Dann machen wir das Ganze anders. Ich habe hier noch eine Spitzhacke, die ist jetzt halbwegs kaputt. Dann nehmen wir uns drei davon noch mit. Dann holen wir uns jetzt ganz einfach ein bisschen Eisen schnell. Und machen das einfach eben zügig. Ich meine, dass ich da vorhin schon was in der Höhle gesehen habe. So, fliegen wir da ganz kurz hin, holen uns das eben. Und zwar, hier dürfte das gewesen sein. So, holen wir uns das Eisen hier einfach eben kurz raus. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir dann noch. Wir brauchen noch, lasst mich mal überlegen, 16 Refined Iron. So. Zack. Wunderbar. Geht's hier weiter. Holen uns hier schnell das Eisen raus. Das geht ja relativ fix. So. Da ist noch etwas. Ah, schade, nicht ganz getroffen, aber naja gut. Graben uns hier halt runter. So, jetzt dürfte da auch noch was gewesen sein. Haben wir es ja gleich. Das dürfte auf jeden Fall reichen erstmal für das Eisen, was wir brauchen. Dann nehme ich den Rest hier auch noch schnell mit, weil wir gerade so sind. So, dann kurz zurück. Das ganze Mercerate'n einschmelzen, dann haben wir das Refined Iron auch. Dann haben wir schon mal die Advanced Machine Blocks. So, gleich haben wir es zurückgeschafft. So, hier ganz kurz eben ins Bett. So, die Advanced Machine Blocks brauchen wir nämlich für die Öfen. Die Öfen haben wir ja schon oben erstellt, die könnte ich gleich mal runterholen. Die Mixed Metal sind auch schon fertig durch den Kompressor, und jetzt brauchen wir im Prinzip nur etwas mehr Eisen. So, was ich jetzt im Schnellbaue sind ein paar Golden Transport Pipes, damit das Ganze da mal ein bisschen zügiger durchläuft. So, einmal dürfte ja reichen, das dürfte uns 8 Stück geben, wunderbar. Dann ändern wir das da hinten mal ein bisschen, damit das zügiger da reinfliegt. So, oh, etwas Copper. Gerne doch. So, tauschen wir das mal ganz schnell aus. Nee, so nicht. Das ist natürlich ungünstig. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht geklappt hat. Das ist ja schade. Ja, toll. Wie machen wir das denn jetzt?
trennen kann ich das mit dem Cover auch nicht, dass die sich verbinden, oder? Das ging nur bei den Tubes. Blöd. Okay, fail. Muss wir dann nochmal irgendwie anders organisieren. Ich lasse die erstmal hier drin. Wahrscheinlich habe ich nur wieder einen Denkfehler in der Optik. Gut, kriegen wir aber schon noch irgendwie gelöst, dass das da ein bisschen schneller durchfließt. So, da haben wir... Ach, wir hatten ja noch Iron Dust drin gehabt. Ja, sagt mir das doch einer mal bitte. So, wir brauchen 16 Stück. Das fließt jetzt alles mittlerweile etwas durch. So, hier sinken, nehme ich das Copper hier auch noch schnell eben ganz kurz raus. Hier muss ich mir echt noch was so einfallen lassen. Das muss hier noch ein bisschen schöner automatisiert werden. Ich weiß, wir könnten natürlich noch die Sachen, die eingeschmolzen werden, das gleich einschmelzen lassen etc. pp. Gut, kriegen wir auch noch irgendwie hin. So, da haben wir noch ein bisschen Sticky Risen, beziehungsweise Rubber. Der kann schon mal dahin. Könnten wir eigentlich mal ein bisschen Rubber wiederholen gehen. Das dürfte jetzt ja teilweise schon wieder fertig sein. Wenn nicht sogar fast überall. Da, 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 da und da. Wunderbar. Wir haben heute nicht viel geschafft. Da muss ich echt zugeben. Das stört mich ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall fast die... ja, die... was wollte ich sagen? Die Advanced Machine Blocks hergestellt, die drei Stück. Aber wenn wir mal gucken... Industrial... wo haben wir sie denn? Industrial Blast Furnace. Das wären also nur die guten Dinger dann. Davon auf jeden Fall. Das könnte ich auch schon mal so weit hinlegen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. So, wo haben wir die Dinger denn hingelegt? Hier, ne? Electric Furnace, wunderbar. Mit Copper umrundet. Die legen wir mal hier rein. Ne, da liegen die Maschinenblocks drin. Dann legen wir das Ganze hier mal rein. Copper haben wir hier auch noch. So, mit Copper umrandet. Komplett war das, ne? Industrial Blast Furnace, ja, komplett mit Copper. Und dann unten den Advanced Machine Block. Super. 10 Stück haben wir schon mal, 10 Eisen. Hier habe ich noch 6, das reicht, also das ist soweit fertig. Die schmeiße ich da mal wieder rein, den da wieder rein. Dann haben wir 16 Refined Iron und hier haben wir noch einen Maschinenblock drin. So, können wir im Prinzip schon mal so machen. Den könnten wir auch schon mal so machen. Okay, das hat nicht geklappt. Ist auch egal. Dann könnte ich da schon mal weiterlegen. Und zwar haben wir hier auch noch die Ringe. Da können wir 2 von hier lassen. Brauchen wir nur 4 Stück von. Und zwar, wie ging das dann? So, 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 so. Okay. Ah, ist doch, haben doch heute schon einiges geschafft. Also, viel ist es jedenfalls nicht mehr. Electronic Circuits. Die kann ich oben derweil bauen. So, die Frage, haben wir hier noch Refined Iron? Natürlich nicht. Okay, das heißt also, da muss ich noch ein bisschen Refined Iron mehr reinschmeißen. Okay. Nehmen wir hier noch ein bisschen Eisen raus. 5 Stück. Ups. Komm. So, 5 Stück mal rein. Wie sieht es denn hier mit dem Strom aus? Das geht auch schon so langsam wieder zur Neige. Das heißt also, ich hole mir auch noch mal ein bisschen Strom. Wo haben wir denn hier Eimerchen? Hier haben wir keine Eimer, dort haben wir Eimer. Wunderbar. Ja, Strom müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Also es gibt noch so viele Sachen, wo wir uns einfach drum kümmern müssen. Und ja, aber irgendwie kriege ich es nicht auf die Reihe, das irgendwie zu organisieren. Ich muss mir echt mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich das ein bisschen schöner organisieren kann hier. So, den füllen wir erstmal wieder komplett auf mit Lava. 1, 2, 3, 4.
Eigentlich hatten wir doch 5, oder nicht? Wieso geht jetzt immer hier wieder ein Eimer verloren? Das verstehe ich nicht. Das ist echt sehr merkwürdig. Ja, toll. Jetzt haben wir nur noch 4. Das ist schon mal ungünstig. Gut, schmeißen wir die nochmal rein. Ah, ne, hier ist noch einer drin. Aha. Wunderbar. Wunderbar. Gut, gut. Ich denke, wir sind dann auch soweit fertig. Hoffe ich jedenfalls. Hier haben wir das Refined Iron. Jetzt haben wir natürlich nirgendwo mehr Platz, die Dinger herzustellen. Wartet mal ganz kurz. Machen wir das so. Einmal so rum. Ein paar Maschinenblöcke. 2 Stück. Die schmeißen wir dann hier rein. Wo bin ich jetzt reingeschmissen? Da, okay. Dort rein. Advanced Machine Blocks. Und daraus bauen wir uns noch so einen. Die setzen wir jetzt so wiederum hin. Und wo brauchen wir jetzt den Advanced Machine Block für? Achso, den konnten wir ja genau dort in die Mitte reinsetzen. Oh, wir haben es fast geschafft, wir haben es fast geschafft. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann ganz kurz etwas Kabel herstellen. Wir haben es fast geschafft. 1, 2. So, dass wir alles zurücklegen. Dann noch 2 Circles und wir haben es geschafft. Endlich 1, 2, etwas Redstone. Wunderbar. Die da rein. Das kann mal ganz kurz hier rein. Einmal sortieren. Wieder zurück. Und dann dürfen wir den Industrial Blast Furnace haben. Ah, ich freue mich. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Machine Casings. Industrial Blast Furnace. Yeah, geil. Wunderbar, wunderbar. Da könnten wir Aluminium reinlegen. Hier könnten wir Copper reinlegen. Hier könnten wir noch ein bisschen Sticky Resin machen. Ja, klasse. Der ist schon mal fertig. Jetzt brauchen wir die Maschinen Casings. Und dann nehmen wir die Standard. Standard Maschinen Casings. Sind das die hier? I hope so. Schauen wir mal rein. Also, wie können wir das herstellen? Mit Refined Iron Plates, die sind ja nicht so schwer herzustellen, oder Aluminium Plates, die wir aber nicht haben. Entweder mit Maschinen, mit Bronze, also mal für die Schienen Frame, okay. Ist ein Maschinenframe nicht sogar noch, nee, das ist ein bisschen teurer, weil da Gold drin rein muss. Ja gut, und dann können wir gucken, was wir da machen. Also brauchen wir wieder eine ganze Menge Refined Iron, die wir zu Platten verarbeiten. Wir brauchen das Ganze, lasst mich mal überlegen, wir brauchen 34, glaube ich. Das heißt also, wir müssen das Ganze 9 mal herstellen, weil mal 4 sind 36 dann. Also brauchen wir auch 9 mal 6, also 54 Eisen, beziehungsweise Refined Iron. Und da schauen wir doch mal ganz kurz nach, wie viel wir noch haben. 17, aber wir hätten ja Gold, um das zu transmutieren. Ja, könnt ihr mir mal einen kurzen Tipp geben, wie ich das transmutieren kann? Eventuell mit Stormcraft? Lasst mich mal schauen, das wäre vielleicht noch eine Option, sage ich mal. Wenn es denn nicht über den Minimum Stone geht, warum dann nicht über Stormcraft? Da haben wir's. Schauen wir mal, wir können doch Eisen transmutieren, oder? Da Eisen. Und zwar brauchen wir da bloß 2 Metallum für. Oh, das ist ja günstig. Und kriegen daraus Iron Nuggets. Jetzt können wir mal gucken, gibt es irgendwo, wo nur Metallum drauf sitzt, auf Gold Nuggets. Okay. Und aus Gold Nuggets, das können wir ja relativ einfach herstellen. So, 28. Dürfte ja wohl funktionieren, oder? Vielleicht ist es deswegen auch draußen. Das kann natürlich sein. Jetzt haben wir natürlich keinen Ofen hier mehr. Nä. Gut, machen wir uns da noch ein bisschen Eisen sozusagen raus. Ich gehe noch mal ganz kurz pennen. Hol mir noch mal ganz kurz einen Eimer voll Wasser. Hier haben wir sogar noch einen Eimer voll Wasser. Und ich brauche noch einen Eimer voll Lava.
Moment, die anderen Eimer, so, die sind hier noch. Wunderbar. Und den Wand brauche ich auch noch. Natürlich aufpassen, dass ich genügend Energie auf den Wand habe und nicht zu viel reinschmeiße. So, ein Eimer Lavachen hätte ich ganz gerne. Und dann möchte ich wieder zurück. Stellen wir das gute Ding doch einfach mal ganz kurz hier in die Ecke. So lange. Einfach mal so aus Spaß. So, hierhin. Dorthin. Auffüllen mit Wasser. Warten, bis es brodelt. Nochmal ganz kurz reingucken, um abzuchecken, dass wir es nicht falsch gemacht haben. Also, wir kriegen aus einem Nugget... Ne, aus zwei Nuggets, zwei Eisen-Nuggets. Macht das überhaupt Sinn? Wie viele Eisen-Nuggets brauche ich denn, um ein Eisen herzustellen? Ein Augenblick. Iron. Wir brauchen da wieder 9 Stück von. Ist das nicht ein bisschen Verschwendung von Gold? Ich glaube schon, oder? Weil hier sitzt ja nur ein einziges Metallum drauf. Das heißt also, wir würden jemanden gerade die Hälfte an Eisen nur wieder rauskriegen. Hm. Das ist ja ein bisschen nicht so toll. Also irgendwie sehe ich da jetzt gerade die Verschwendung drin. Mal ganz kurz wieder zurückstellen. Also schön wäre es, wenn ich es über den Minimum Stone lösen könnte. Aber irgendwie kann ich es nicht. Können wir mal ganz kurz gucken, ob eventuell das gute Ding das kann. Wenn wir ihm sagen... Oh, hier liegt ja auch noch was drin. Wenn wir ihm sagen... Ach, aus Obsidian können wir auch Eisen herstellen. Okay. Wenn ich ihm sage, das hier. Und ich schmeiße ihm den Minimum Stone und Gold rein. Ha. Macht er auch nicht. Ja, also sag mir mal, wo der Fehler ist. Ich versuche den Minimum Stone ja zu nutzen. Eventuell, weil der hier kaputt jetzt drin liegt. Oder so vielleicht. Na, funktioniert auch nicht. Zeigt doch nichts an. Hm. Ja, also irgendwie scheint das Rezept nicht zu funktionieren. Also sag mir mal Bescheid, wie ich das Ganze hier lösen kann. Dann machen wir das auch. Und ich glaube, mit den Golden Nuggets, das da reinwerfen, ist eventuell auch nicht so die beste Idee. Ich kann mal ganz kurz das restliche Zeug hier reinschmeißen. So wie Holz und so. Die Eimerchen können dann wieder weg. Den Minimum Stone, Zomer Momikon, den Wand, Eimer. Kohle kommt dahin, Gold kommt dahin. Ich glaube, dann haben wir es für diese Folge. Wir haben doch einiges geschafft. Die Casings kommen dann jetzt als nächstes, würde ich sagen. Da brauchen wir natürlich wiederum einiges an Eisen. Ich fange hier schon mal an, Eisen einzuschmelzen. Eventuell gehen wir sonst auch zur Not noch etwas Eisen suchen in der nächsten Folge. Oder der ein oder andere hat mir schon geschrieben, wie ich am besten Eisen herstellen kann. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.